Nürnberg. Jetzt hat es uns verschlagen nach Bayern. Also ursprünglich wollen wir ins Playmobilland und unser Hotel hat noch Freikarten uns dazu gegeben bei der Hotelbucherei für den Tiergarten hier in Nürnberg. Den schauen wir uns jetzt an. Wir sind schon ganz gespannt. Ey Leute, die haben Kängurus. Naja, weit sind wir ja noch nicht gekommen. Der erste Popcornstand hält uns schon auf hier. Ja, mal langsam. Da sind wir bei der Delfin-Lagune. Wie schlimm ist das? Haben wir ja gesehen. Ich hab grad auch einen gesehen, da war auch wieder einer. Und da hinten ist wohl die Delfin-Show. Das sind die Käfer, die den Mist die ganze Zeit auf den Schiffen haben. Was werden denn hier für Schädel? Es ist besser, wenn Enten so besser nehmen wie Philipp. Das ist eine Kuh. Das ist ein Rind, das ist eine Kuh. Eine Alpha-Kuh, wenn ich denke. Ein Böbel. Ein Stier. Hey, ihr Rind. Guck mal. Normalerweise geht das wehtun. Aus Wasser springst du, das wäre ja. Au! Ah! Das ist ein Schild. Nee, hab nicht. Nein, das ist eben. Und in alle Ecken und Kante sind Kinderspielplätze noch integriert in dem ganzen Tierpark. Da sind wir bei den Pinguinen. Da hat er gerade alle gekackt. Hallo, aufwachen.
Hallo, bitte nicht sterben. Oder, guck mal, einer meldet sich da hin. Der sagt hallo. Hi. Ja, das sind deine Laufspuren. Guck. Emmeline, da. Guck mal. Da, das ist kein Ticket, da müssen wir ganz doll ab. Ein Gepard ist das. Der ist ganz schnell. Der ist schon mal schnell gelaufen. Weißt du, warum die immer im Kreis laufen? Warum denn? Oh ne, groß, richtig groß und sehr schön. Ein ganz toller Tiergarten hier in Nürnberg. Ja, Garten kann man schon gar nicht mehr dazu sagen. Das ist ein mordsgroßer Park hier. Wirklich sehr schön. Empfehlung von mir für die, wo es passt und wo es geht und die von weiter wegkommen, das zu verbinden, den Tiergarten Nürnberg mit dem Playmobil an. Übernachtung mit dabei. Sehr schöne Sache hier unten in Bayern bei Nürnberg. So viel zu erleben hier auf dieser Welt.